Zurück zu Chain of Memories. Ja, okay, gut. Ja, letztes Mal habe ich endlich Maluxia besiegt, zumindest seine erste Form. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Das ist also die letzte Schlacht. Bist du bereit zum Aufbruch? Ja. Versinke in herzlosen Welt des in herzlosen Welt des Nichts. Ich zerschmetter dein Herz und streue es in den Wind. Wow, okay, ein riesiger Roboter. What the fuck? Ja, wobei. Das war ja auch bei Xehanort so, dass er dann so eine Form hatte. Daran erzähle ich mich noch. Das war auch so gegen Ende. Okay, jetzt sehe ich schon, ich muss seine ganzen Arme da zerstören. Bin mal gespannt, wie da der Endboss ist. Hoffentlich nicht so hart wie der andere. Also in erster Form. Okay. Ja, zumindest ist er mit dem Heilen etwas fairer als der. Seine Anfangsform. Okay, scheint mir ein bisschen einfacher als der erste Form. Vor allem Heilen ist er sozialer als seine ältere Form.
beziehungsweise eine Vorform. Okay, das durfte ich ein bisschen besser hinkriegen als die andere Form. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass Lux ja eigentlich besiegt ist. Übrigens, der Background hat einen schönen Effekt. Ich glaube, die Vanitas-Karte ist ein bisschen mein bester Freund geworden. Ich bin gerade dankbar, Entwickler, dass der zweite Kampf gegen ihn nicht ganz so Kurs wie der erste. Da bin ich echt dankbar für Entwickler. Ich hoffe, das war's dann noch von ihm. Ist dann endlich mal kapituliert. Trotzdem muss ich sagen, der Kampf gegen ihn ist echt cool. Cool gemacht. Ich hoffe gerade, müssen es meine Karten noch reichen. Wie gesagt, ich habe jetzt wieder ein bisschen. Ich habe diese Karten kurz ausgestellt. Es hat doch, wenn man das nachkalkuliert, minimal das Spiel beeinflusst. Das, was ich da hatte, hätte ich sowieso früher, später nach stundenlangen Farm oder so erreicht.
ich muss ja sagen, ich hatte schon Befürchtungen, ich würde das Spiel nicht schaffen, zumindest von dem Runner. Da ich nämlich so arg angepisst war, dass Maluxia ja so derart stark ist. Ich meine, ich habe ja schon einiges in Gerüchten gehört, dass er ziemliches Arschloch sein soll, aber dass er so extrem ist, gerade der erste Kampf, das ist schon nicht mehr feierlich. Es hat auch lange gedauert, irgendeine Kartenstrategie, sag ich mal, auszuarbeiten. Es hat echt lange gedauert. Und nach x Stunden und vielen, vielen Kämpfen hat sich das Ganze dann doch ausgezahlt. Hoffentlich. Wenn wir das Ganze jetzt noch einigermaßen ganz gut hinbekommen. Das sieht eigentlich ganz gut aus bisher. Aber ich will es nicht allzu selbst schreien. Was haben wir hier noch? Wir haben noch so eine Karte. Ja, guck mal, ist schon. Sein Leister ist schon fast leer. Wenn das letzte Schlag gegen ihn ist, dann bin ich echt erleichtert. Ich verlasse mich mal darauf, Donald, dass du die Wahrheit da gesagt hast und das wirklich die letzte Schlacht ist. Übrigens, ich finde es interessant, wie er symbolisch in seinem riesigen Roboter da steht. Und was auch immer das sein soll. Und diese Blütenanspielung überall. Weil Maluxia hat ja immer sowas mit, so eine Art Rosen oder Blüten in Verbindung gebracht. Und ich würde echt meinen, wenn man es mal vergleichen würde, ich finde, der ist einer der stärksten Mitglieder der ganzen Organisation. So, ein bisschen ausspielen die Angriffskarten hier. Angriffshast hat er gerade benutzt. Jetzt komm, lass dich treffen, danke. Ist in Ordnung, Riku? Ich bin nicht Riku, ich bin bloß eine Fälschung. Ich weiß nicht mehr, wann ich erschaffen wurde oder warum. Jetzt habe ich nur noch euch und Namine. Aber all diese Erinnerungen sind nicht echt. Namine, kannst du Rikus normales Gedächtnis wiederherstellen? So funktioniert es nicht. Schon gut. Macht euch keine Sorgen um mich. Warte!
Wie interessiert es, ob du ein Machwerk bist? Du hast dein eigenes Herz. Deine Gefühle und Erinnerungen gehören nur dir allein. Sie sind was Besonderes. Sora, du bist ein guter Mensch. Es muss nicht echt sein, um zu erkennen, wie echt deine Gefühle sind. Mir reicht es so. Riku! Riku. Kannst du eine Erinnerung wiederherstellen? Erinnerung? Ja, bloß weil ihr euch nicht erinnert, heißt das nicht, dass alles weg ist. Wie meinst du das? Die Erinnerung an etwas setzt Erinnerung an andere Dinge frei. Eure Erinnerungen sind verknüpft wie Glieder einer Kette. Chain of Memories. Und genau diese Ketten verbinden uns miteinander. Ich zerstöre keine Erinnerung. Ich nehme Glieder auseinander und setze sie neu zusammen. Eure Erinnerungen bleiben mir dann noch erhalten. Dann kannst du also wieder zusammensetzen? Ja, aber zuerst muss ich die erstellten Glieder trennen. Dann die Erinnerungen aus euren Herzen lösen und neu zusammensetzen. Das wird dauern, aber ich glaube, es wird klappen. Nein. Ich sorge dafür, dass es klappt. Jetzt bin ich an der Reihe, euch zu helfen. In Ordnung, wir vertrauen auf dich. Hey, Moment noch. Sagst du nicht, dass du die neu erstellten Glieder auseinandernehmen musst? Heißt das... Ja, Jiminy. Ihr werdet euch nicht mehr an die Erlebnisse im Schloss erinnern. Nicht mal an dich? Es tut mir leid. Das ist die einzige Möglichkeit. Du musst dich entscheiden, Sora. Du kannst die Erinnerung an das Schloss verlieren und bekommst deine alten Erinnerungen zurück. Oder du behältst deine neuen Erinnerungen und gibst deinen alten auf. Muss ich mich entscheiden? Ja. Dann will ich es so wie früher. So sein wie früher. In Ordnung, verstehe. Wer braucht schon falsche Erinnerungen, was? Erst recht, wenn man echte Erinnerungen an Menschen hat, die einem wichtig sind. Das würde jeder so sehen. Müssen wir hier drin schlafen, um unsere Erinnerung zurückzubekommen? Ich schaff das schon. Es kann fast dauern. Aber ich kümmere mich um euch. Aber wenn wir aufwachen, nennen wir uns doch nicht mehr an dich. Wie sollen wir dann später danken? Kein Problem, Donald. Ich trage es in meiner Reisechronik ein. Nach mir danken. Natürlich. Warum ist mir das nicht eingefallen? Gute Nacht, Namini. Gute Nacht. Dir auch, Sora. Danke. Es mag mit einer Lüge begonnen haben, aber ich bin froh, dich kennengelernt zu haben, Sora. Ja, ich auch. Als ich gefunden habe, sogar als mir der Name wieder einfiel, war ich so glücklich. Meine Gefühle waren echt. Auf Wiedersehen. Ja, genau. Auf Wiedersehen. Ich werde dich wiedersehen, wenn ich aufgewacht bin. Und wir werden wahre Freunde. Versprich mir das, Namine. Du wirst es vergessen. Nein, werde ich nicht. Selbst wenn du die Kette Erinnerung in mein Herzen trennst, bleiben die Glieder. Die Erinnerung wird immer irgendwo in mir schlummern. Ich glaube, du hast recht. Da wollen wir uns das Versprechen geben. Wir werden uns wiedersehen, Namine. Sora. Die losen Glieder werden in der Dunkelheit deines Herzens sinken. Du wirst nicht einfach darauf zugreifen und dir das Gewünschte aussuchen können. Aber du hast noch ein anderes Versprechen gegeben. Und zwar einen ganz besonderen Menschen, der für dich unersetzbar ist.
Sie ist dein Licht, das Licht in der Dunkelheit. Wenn du dich an sie erinnerst, rücken die längst verlorenen Erinnerungen deines Herzens zurück ins Licht. Noch ein Versprechen. Beachte den Glücksbringer. Ich habe seine Form zusammen mit deinem Gedächtnis geändert. Aber als du sie gemacht hast, als du an sie gedacht hast, wurde er wieder so wie vorher. Du erinnerst dich. Ja, da muss ich den Ton dann, glaube ich. Ja, ich werde den Ton dann da wegmachen an der Stelle. Also den Ingame-Sound, weil ich höre gerade, wie das ist, das Intro-Ending aus dem Kingdom Hearts 1 von der Musik her. Ja, das war Chain of Memories. Ich habe es letztens doch noch geschafft. Zumindest bei der Version, also Game Boy Advance. Aber ich muss sagen, na, einmal reicht für mich. Es war zwar interessant vom Spiel her, aber es ist nicht wirklich meine Welt. Also die anderen Kingdom Hearts Spiele sind da eher schon mein Kaliber, aber Chain of Memories, es ist cool neu gemacht, das sehe ich auch ein, aber es ist einfach nicht mein Ding mit Karten. Ich habe sowas bei einem Dragon Ball mir schon mal gesagt und ja, man hat sie auch wieder erlebt. Kartensachen sind nicht wirklich meine Welt. Also ich bin froh, es geschafft zu haben. Zwar mit ein bisschen Trickserei am Ende, wegen den Karten, auch den Raumkarten. Wofür ich übrigens, ich habe es lange, lange Zeit so versucht, diese blaue eine Karte zu kriegen. Aber irgendwann, nach circa, ohne Witz, circa, was war es, mindestens 3, 4 Tagen Farmen, hatte ich irgendwann die Schnauze voll und habe mir dann, ja, etwas gesucht, das mir Abhilfe bald schafft. Ich weiß, das ist ein bisschen Schummelei, es tut mir, wie gesagt, leid, aber, ja. Habt ihr Lust, circa 5, 6, 7, 810 Tage nacheinander, ja, jeweils stundenlang zu farmen, nur um diese eine Karte zu suchen. Ich meine, woher sollte ich bitte, das konnte ich nicht wissen, dass da gerade eine blaue 1 fehlt. Ich habe alles Mögliche gefunden an, ja, Karten, aber nicht diese eine Karte. Es kann auch an der ROM gelegen haben, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat mich ziemlich angekotzt, dass, ja, so kam. Bei Maluxia, da war auch minimal ein bisschen was dabei. Ich habe es, wie gesagt, so hingepackt, dass ich, ja, dass es die Kartenzahl nicht übersteigt. Ich habe Karten benutzt, die ich bereits hatte im Inventar. Auch ziemlich viel von der Farmerei. Das heißt, da waren keine Karten dabei, die man erst nach Spielende bekommt, sondern Karten, die man, ja, unterwegs findet, beziehungsweise sich erfarmen kann. Aber gut, lassen wir das. Es ist abgeschlossen. Ich bin zufrieden auf meine, ja, Teilsleistung. Ja, und damit wäre für mich die Lücke, was Sora betrifft, zwischen Kingdom Hearts 1 und 2 geschlossen.
Ja. Die wäre damit geschlossen. Es waren interessante Welten dabei. Ich kam anfangs ziemlich gut durch. Besser als ich erwartet hatte. Und ja. Ich habe die Endkatzen jetzt nicht mehr vorgelesen, weil ja, ich habe die Katzen einfach Katzen gelassen. Namini hat jetzt so reingeschläfert, um die Erinnerungen quasi neu zusammenzusetzen. Donald und Goofy ebenfalls. Und wie gesagt, die machen dann Kingdom Hearts 2 dann wieder auf. Was in der Zwischenzeit passiert ist, passiert denn teils am 3.15 Today's, 3.15,5 Tage. Und in Kingdom Hearts 2 auch teils. Ja, welches Kingdom Hearts Projekt werde ich mich als nächstes drin setzen? Ich denke mal, das wird Dream Drop Distance sein, weil ich habe aktuell jetzt eine PS4 und ich freue mich auf Dream Drop Distance. Es ist echt ein tolles Spiel. Und mein auch allererstes, denke ich mal, PlayStation 4 Projekt. Chain of Memories, Kette von Erinnerungen. Schwindende Erinnerung, rekonstruierte Erinnerungen und ein Traum. Ein Traum von dir in einer Welt ohne dich. Jetzt kommt bestimmt die überhöhte Zeit, die ich dabei gebraucht hatte. Oder einfach nur ein Ende. Naja, gut. Hätte mich sowieso nicht groß interessiert, die Zeit. Ja, und oh, was ist denn das? Chain of Memories Reserve Birth. Ja. Man spielt nämlich auch mit Riku. In einem weiteren Run. Und zu diesem Run werde ich bei Zeitem. Ach komm, so weit zu mich dran setzen. Bin mal gespannt, was mich dort erwarten wird. Ich denke mal, es ist Rikus Weg durch das Schloss. Und ich weiß, dass dieses Spiel 2 soll schwerer sein als das Spiel 1. Aber gut. Dann würde ich sagen, das war Chain of Memories mit Sora. Bis dann.